Ja, hallo, willkommen zu meinem Medientagebuch. Wird auch mal wieder Zeit. Ich habe wirklich sehr, sehr säumig gearbeitet. Hätte eigentlich hier und da schon was machen können. Hat leider nicht geklappt. Also die WM ist vorbei und es war ein sehr, sehr anstrengendes letztes Drittel der Vorsaison. Und das Ergebnis kennen wir ja trotzdem. Weltmeister mit 69-11. Bin natürlich super glücklich, dass es alles geklappt hat. Die Technik war, es hat sich alles ziemlich schlecht angefühlt und es war nicht so viel Sicherheit da. Klar sieht das dann immer ein bisschen blöd aus, wenn man so weit wirft, aber trotzdem, so richtig Spaß gemacht, sage ich mal, hat es die letzten Tage nicht. Und es war doch schon sehr, sehr komisch. Und bis Piotr natürlich in Schuss ist, habe ich mir natürlich gedacht, man hat es ja auch gesehen mit einem guten 68er. Und ja, heute und hier bin ich jetzt in Polen und er will Revanche üben. Morgen 14.30 Uhr findet das natürlich statt, hier vor seiner heimischen Kulisse in Warschau. Und ja, mal sehen, ob er gewinnt. Ich werde alles geben, das zu verhindern. Und mal sehen, was rauskommt. Also, vielleicht seht ihr es ja irgendwo. Bis dann, ciao.